Dann geht's weiter mit dem fünften Teil des Minecraft 2 Customized Let's Play. Also erstmal wollte ich wieder heimkehren. Jetzt bin ich hier wieder eingekehrt. Hier ist Lapis, hier ist Redstone, hier ist Gold, wo ich das da oben packen kann. Und hier sind Diamanten. Hier habe ich auch Öfen, die ich jetzt gleich jetzt. Die sind ja alle mit 56 Kohle bestückt, das heißt. Kann ich die also erhöhen, dass es wieder auf 64 geht. Da passt natürlich nicht, da muss ich ein wenig Kohle abgraben. Ganz viel Kohle hier. Das ist nämlich so gemacht, dass hier eigentlich so gut wie jeder Block hier aus Kohle besteht. Man sieht es hier. Da ist nur ein so ein Steinblock und da unten drüber schon noch mehr Kohle. Ich habe Kohle natürlich ganz oben platziert, weil wenn ich ganz oben Diamanten, wäre es mir oder eigentlich zuerst undurchdringbare Barriere. Dann müsste ich da mit einer Holzspitze oder mit einer Steinspitzhacke durch Diamanten durchgraben zum Eisen. Ich glaube, sowas will ich auch mal machen, dass ich erst direkt an der Oberfläche ganz viel Diamanten und dass dann darunter eine Steinschicht kommt. Also erst, dass man Diamanten durchgraben muss mit einer Holzspitzhacke, um an Stein ranzukommen. Das wäre auch eine witzige Sache. Und das ist auch natürlich was Erfahrung erhöht hier. Kohleabbau hier. Ich habe schon ganz schön viel abgebaut hier. Jetzt schon wieder über einen Stack Kohle, also über einen 64er Stack. Und jetzt müsste ich erstmal wieder ein bisschen brennen. Also ein bisschen mehr Brennmaterial, und zwar Eisen. Nehme ich in dem Fall. Ich habe hier aufgehört zu graben. Ich glaube, ich grabe hier noch drei Stacks frei hier. Oder ich grabe hier noch ein bisschen Eisen weg. Aber eigentlich müsste das mal mit der Glücksspitzhacke, dass man da vielleicht bei jedem Living Block 2, 3 oder sogar 4 rausbekommen kann. Jeden beliebigen Block, also x beliebig. Hier ist der Raum, der die ganzen Eisenblöcke abgräbt. Wo ich das ganze Eisen abgegraben habe. Man sieht hier ist alles, fast alles nur aus Eisen. Also etwa 10 Blöcke unter der Kohle ist jetzt hier alles aus Eisen. Die ganze Welt besteht hier unten aus Eisen. Ich werde die immer weiter größer hinmachen. Jetzt werde ich erstmal drei Stacks abbauen. Damit ich erstmal wieder drei Stacks die Ofen befeuern kann. Jetzt habe ich noch Fackeln. 35 habe ich noch. Das ist auf jeden Fall genug. Also ich habe da jetzt drei Öfen, die dann immer gleichzeitig laufen können. Damit das mit dem Brennen ein bisschen schneller geht, weil sonst müsste dann nämlich drei Stacks Eisen würde sonst viel länger dauern, das zu verbrennen. Das würde 1280 Sekunden dauern, wenn man das immer durch diese Trichter nachliefern machen würde. Und man bräuchte 24 Stücke Kohle, um das machen zu können. Die Trichter kann man ja bis zu 5 6 eines Materials einlagern. Und natürlich die Eisenbahnen, die müssen natürlich wieder rausgeholt werden. In eine Truhe eingelagert werden, weil sonst würden die nicht weiter brennen. Was sollte ich denn hier machen? Hier oben habe ich auch schon ein bisschen unnötige Materialien, die ich hier rein packen kann, hier zum Beispiel die Margerite. Den Apfel nehme ich natürlich mit, den Bruchstein packe ich hier weg. Das packe ich auch weg. Redstone packe ich woanders weg. Die Kohle. Wo bin ich hin damit? Lapis, Vias. Truhen habe ich noch welche. Ich glaube, ich müsste sonst gleich mal wieder welche machen.
Unter der lag ich immer, würde ich immer sonst das, die Kohle zurück zwischenlagern. Jetzt habe ich jetzt mal 64, 49. Jetzt heißt, ich muss ein bisschen mehr Eisen abgraben. Und das war wieder, weil ich ja nur noch 6 Schienen habe. Das brauche ich ja immense Mengen Eisen dafür. Um bis zum Spawn dann die Schiene zu legen. Und dann muss ich natürlich auch nicht, dass ich vom Spawn immer zurückfahren kann. Also erstmal die Strecke führt bis zum NPC-Dorf und dann weiter. Also kriegt man eine viel höhere relative Rate, wenn man die Höhe eingrenzt. So kann man auch viel gezielter, zum Beispiel hier nach Eisen graben. Also hier ist das auf jeden Fall gezielt. Man sieht hier fast jeden Block, den man hier abbaut, ist alles Eisen. Das ist jetzt der dritte Stack, den ich da jetzt habe, den siebten Slot hier. Wo ich jetzt 31 habe, den werde ich jetzt nur noch auf 64 erhöhen. Und dann da liegt noch ein Eisenblock und hier muss ein bisschen erhellt werden. Fünfzig, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Da habe ich jetzt mal die drei Stacks voll. Also, da ist ein Stack und da ist ein Stack und da ist ein Stack. Mit drei Stacks Eisen kann ich 32 jeweils, 32 mal 16, Schienen erstellen. Hier rein und hier rein. Jetzt sind die Öfen erstmal wieder am Arbeiten. Ein Setzling hier nur. Und hier natürlich immer die Lore. Das ist erstmal eine relativ weite Strecke, die ich hier hingelegt habe. Da ist ein Wald. Wie spät ist es denn? Wo ist die Sonne? Die sind hinterm Berg verschwunden. Also das ist ein riesiger Berg hier, wo ich dran lebe hier. Ich kann ja sonst auch hier sonst eine Schienenstrecke ganz nach oben zur Bergspitze legen. Damit ich sonst hier noch. Schaufel habe ich keine. Ah, habe ich keine. Ich sehe schon, es wird langsam dunkler. Ah, ich brauche jetzt mal noch eine Schaufel aus Diamant. Meine Schaufel aus Diamant. Die Sticks. Soll ich immer noch Knöpfe drin? Da habe ich noch einen Knopf. Etwas schlafen würde ich. Da keine Monster habe. Könnte eigentlich den Knopf schon mal direkt nehmen. Ich habe ja noch die Rails. Und jetzt gerade den hier weg. Schaufel erstmal die drei Powered Rails hier. Die sollen diesmal eigentlich in die Richtung führen. Nein, die müssen in die andere Richtung führen. Die sollen ja nach oben gehen. Würde ich da ins Haus reingraben, wenn ich hier so machen würde. Nein, ich grabe nicht ins Haus rein. Doch noch ein höher. So. Ich soll einfach hier immer senkrecht hoch, nein, nicht senkrecht hochführen, aber immer steil nach oben führen hier.
Wir brauchen wieder Fackeln. Natürlich auch wieder ein Vorhaben, hier das hochzubekommen. Minecraft, dafür brauche ich mehr Booster Rails. Ich habe ja immer noch einen Booster Rail Überschuss hier. 35, so viele brauche ich da wahrscheinlich auch von. Eins Gold habe ich ja auch noch sonst übrig. Hier wird es nämlich nie von einem Erz mangeln. Hier oben kommt natürlich kein Erz mehr vor. Weil das sonst zu lange dauern würde hier. Wenn ich die ganze Zeit hier Diamanten abgraben müsste. Hier oben auf der Höhe. Ah, ich komme immer höher voran. Über 11 Minuten Aufnahme. Muss mir bald eine neue Diamantspitzhacke holen. Sonst vielleicht mal ein paar das Projekt nur Diamanten abgraben. Einfach nur Diamanten abgraben. Wie man das mal nicht kriegen würde. Hatte ich mich einmal verbaut hier. Einfach zu viel weggegraben. Wo bin ich denn jetzt? Auf 121. Das ist schon ziemlich hoch. Da werde ich gleich durch die Wolken gehen. Was ich hier uns angestellt habe. Weil wenn hier Wolken durchziehen würden, wäre es nicht so gut. Geht hier immer höher. Und bald an der Oberfläche. Ich warte erstmal, bis ich an der Oberfläche bin. Da kommt schon mal Erde. Und höre auch schon Schafe. Da ist Schnee. Hier bin ich jetzt auch an der Oberfläche. Oh, das ist auch eine schöne Landschaft hier. Richtig hohe Landschaft auch. Das ist hier ein relativ hoher Berg hier. Hier geht es ja auch noch höher. Und wir brauchen ja Redstone-Fackeln. Hier gehen die Wolken durch. Ach, da sind hier die Wolken wieder durchgehen. Ganz schön hoch gegraben hier. Durch, was ich alles durch den Berg nach oben gegraben habe. Weil das, was man sagt, das Eisen jetzt ist hier noch nicht fertig, aber ich habe hier noch 8 Waren Eisen. Ich muss dann nochmal 16 Schienen herstellen, habe ich noch ein bisschen mehr Eisen. Kein Eisen mehr. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten hier. Machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schienen. Guck mal, wie weit ich damit komme. Ich muss gleich mal eine Lore holen. Lore, Lore, Lore. Wo habe ich meine Lore? Die darf eigentlich hier drin sein. Die ist ja gar nicht drin mehr, die Lore. Ich muss halt ein bisschen Eisen rausholen. Macht ja nichts. Eine Lore holen. Außerdem kann ich ja durch das Eis, das ich jetzt hier habe, ein paar mehr so ein paar Sticks herstellen. 5 Sticks, das reicht dann. Ah, die daneben platziert, da.
noch gucken, ob das hier reicht. In den Block hinein. Dass ich den hier einfach höher machen. Und die Lore wieder aufnehmen. Das reicht. Helfen die Strecke runter. Geht mich schnell runter hier. Hier sollen wir das mal abbauen. Aber ich guck mal, ob man hoch kann. Ah, ist zu selten. Man kommt nicht hoch, also muss ich ein bisschen mehr machen. Booster Wales hier rein. Vielleicht klappt es jetzt erstmal da unten hochgekommen. Klappen wir noch nicht ganz hier. Hier müssen wieder welche hin. Kann ich direkt den ja eigentlich auch schon umbauen. Muss hier mehr Booster Wales reinmachen. Hier am besten erstmal alle aufbrauchen, die ich habe. Gar nicht die ganzen Steinblöcke abbauen. Ich wollte ja nur die Schienen abbauen. Ich baue schon wieder den ganzen Stein ab. Jetzt habe ich die Lore nicht mehr. Ich muss wieder runter. Redstone-Fackel, ne? Lore ist da unten. Ich prüfe noch einmal, ob das jetzt geht, hochzukommen. Geht ja relativ schnell hoch hier. Zack, und wir sind schon oben. Bin ich hier oben, das muss ich dann anders machen. Hier kommen erstmal normale Schienen und dann wieder hier zwei Booster-Schienen, die hier an einem Block dran sind. Nein, keine normale, eine Booster-Schiene. Das hier ebenfalls knopfdrückbar ist und der ist wieder verbaut. Hier ist mal Knopf herstellen hier. Kann ich natürlich hier direkt oben machen, weil man die einfach so craften kann. Lore habe ich ja. Da ist ein Block. Da geht's nicht schnell runter. Zack, und bin unten. Oder eigentlich wäre es besser, wenn ich hier weniger Power Wave. Vielleicht nur eine, und probiere ich es nochmal so mit einer Power Wave. Und es gibt ja noch nicht so viel Schub hier. Da müssen wir hier heute schon ab. Ich baue schon wieder den ganzen Stein ab. Das habe ich irgendwie ganz häufig im Moment hier. Den ganzen Stein abzubauen. Reicht noch nicht ganz. Und noch mehr Booster Wales. Gold irgendwo hier. Da ist Gold. Die 6 Stück brauche ich dafür. Diese Sticks.
sechs weitere Power erstellen. So kommt man aber definitiv hoch. Der ziemlich schnell, dass man da oben ist. Mittlerweile Nacht, aber ich spiele jetzt gerade auf normal, deswegen sollte ich so langsam Part beenden und sagen, dass ich ins Bett gehe. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat, der Part. Gebt die Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video, damit ich bekannter werde und abonniert und ihr weitere solche Videos. Bis dann und ciao.